In der heutigen Wirtschaft ist die RFID-Technologie gar nicht mehr wegzudenken. Sie beschleunigt Prozesse, sie macht Prozesse transparent, sie identifiziert in Millisekunden schnelle Objekte und so gesehen ist es das Instrument der Zukunft. Wie Sie sehen, können wir hier diese 108 Bierfässer komplett in einem Zyklus registrieren und lesen. Das funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier unser Portal. Mit diesem Portal führen wir das an diesem LKW vorbei und können somit innerhalb 10 Sekunden die komplette LKW-Ladung registrieren und in der Datenbank entsprechend verbuchen. RFID-Technologie in Kombination mit Pulklesen ist natürlich eine sehr neue, äußerst interessante Technologie und auch interessantes Verfahren, weil hier erstmalig jetzt Massengüter auf Paletten, auf großen Gebinden sofort und sehr schnell registriert und gelesen und identifiziert werden können. Entsprechender Vergleich zu Barcode-Systemen ist halt die RFID-Technik eine elektronische Technik. Wir brauchen keinen Sichtkontakt, wir brauchen keine direkte Verbindung von Leseeinheit zur Sendeeinheit. In wenigen Sekunden 108 Fässer gelesen.